Ich bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute meinen Lesemonat August für euch. Und zwar habe ich nämlich im letzten Monat 12 Bücher gelesen. Das entspricht einer Seitenzahl von 3803 Seiten. Und das sind dann durchschnittlich 122 Seiten pro Tag gewesen. Außerdem habe ich auch noch 3 Hörspiele gehört. Es sind auch wieder einige Rezensionsexemplare dabei und von allen Büchern sind auch schon Rezensionen online. Ich werde euch die dann in der Infobox verlinken und wenn ihr euch näher für die Bücher interessiert, könnt ihr da gerne auch mal vorbeischauen. Das erste Buch, was ich gelesen habe, ist direkt ein Rezensionsexemplar und das ist von Harper Drake, Heartbeat in Your Arms. Das sieht so aus. Und das hat 320 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. In diesem Buch hier geht es um Spelle, die zusammen mit ihrem Hund in einem Trailer am Strand wohnt. Und sie hat keinen bis schlechten Kontakt zu ihrer Mutter. Ihr Vater ist vor einigen Jahren verstorben. Und dementsprechend hat sie ehrlich gesagt auch ein Problem damit, Nähe zuzulassen und zu vertrauen. Und dieses wird eben auf die Probe gestellt, als sie dann Art kennenlernt. Der erste Start von den beiden ist gar nicht so gut. Sie zickt ihn so ein bisschen an. Letztendlich merkt man aber, dass es zwischen den beiden gewaltig knistert. Und die Frage ist, kann sie Art denn überhaupt vertrauen? Mehr dazu berichte ich euch in der Rezension. Das nächste Buch habe ich in einer Lovely Books Leserunde gewonnen und das heißt An Nachteule von Sternenhai von Holly Goldberg Sloan und Mac Wolitzer. Das sieht so aus, ich finde das Cover total schön irgendwie und das hat 279 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Ich fand es echt total süß. Es geht hier nämlich eben um Avery und um Beth. Und Beth schreibt eben Avery an per E-Mail, dass sie herausgefunden hat, dass beide Väter eine Beziehung führen. Avery glaubt ihr das am Anfang nicht, weil sie sich eben nicht vorstellen kann, dass ihr Vater Geheimnisse vor ihr hat. Aber Beth behauptet dann eben auch, dass die Väter eben planen, sie zusammen in ein Sommercamp zu schicken. Und es ist tatsächlich so. Und so beschließen die beiden halt eben, die Pläne der Väter zu durchkreuzen, indem sie nicht miteinander sprechen werden und sich auch schon mal überhaupt nicht anfreunden. Denn das ist natürlich deren Wunsch, also der Wunsch von den Eltern. Aber es kommt natürlich alles ganz anders, denn die beiden tauschen einige E-Mails aus und ja, kommen sich dementsprechend auch sehr schnell näher. Das ist ein E-Mail-Roman, ab und zu sind auch Briefe mit dabei und nicht nur eben die Konversation zwischen Avery und Beth wird aufgezeichnet. Manchmal kommen auch die Väter zu Wort oder zum Beispiel der Campleiter oder auch mal die Großmutter oder halt eben andere Personen. Und das Ganze ist tiefgründig und emotional auf der einen Seite, aber eben auch sehr humorvoll und auch irgendwie witzig. Und es ist so eine spezielle Dynamik, die zwischen Avery und Beth da entsteht. Und ja, es ist auf jeden Fall ein total schönes Kinder- und Jugendbuch und behandelt halt eben auch ein ganz anderes Familienmodell als das Standard-Familienmodell, sage ich jetzt mal. Und wie sie eben auch damit umgehen, ist ganz, ganz großartig und ja, also mir gefällt's. Das nächste Buch ist auch wieder ein Rezensionsexemplar von Nicola Skinner, Agatha Merkwürdens Racheblumen. Und das hat 334 Seiten und hat 5 Sterne von mir bekommen. Also ich fand's echt super. Und zwar geht es hier nämlich eben um Melissa, die in einer Stadt wohnt, die betongrau ist, wo es kaum ein Fleckchen Grün noch gibt, außer eigentlich der Rasen im Schulhof. Und selbst der soll eben betoniert werden, weil dort eine neue Prüfungshalle entstehen soll. Und Melissa ist halt eben das bravste Kind der Schule und hält sich immer an alle Regeln und ist sehr, sehr stolz darauf. Und jetzt zu Beginn des neuen Schuljahres startet ein Wettbewerb und der Gewinner, der wird eine Reise mit der ganzen Familie gewinnen und natürlich muss man dafür besonders viele Gehorsamkeitspunkte sammeln. Und natürlich möchte Melissa das eben gewinnen, weil sie halt glaubt, dass ihre Mutter einen Urlaub sehr, sehr dringend nötig hat, weil die immer traurig zu sein scheint. Dementsprechend stürzt sie sich halt mit Volleifer in den Wettbewerb. Aber dann findet sie unter den Betonplatten der Terrasse ein sonderbares Päckchen mit Blumensamen. Und seit sie die gefunden hat, hört sie Stimmen. Diese Stimmen wollen sie eben dazu bringen, diese Samen auszusehen. Und plötzlich steht ihre Welt Kopf. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Buch, was halt sehr, sehr viele wichtige Themen auch
thematisiert. Also unter anderem halt Umwelt und die Frage, wie wichtig Regeln sind und ob es nicht manchmal halt wichtiger ist, eben frei zu sein. Besonders halt eben auch gedanklich, eben nicht immer mit dem Strom zu schwimmen, sondern einfach mal man selbst zu sein. Und mehr dazu erzähle ich in der Rezension. Ich fand das Buch aber echt großartig. Dann habe ich noch zwei Rezensionsexemplare aus dem Schriftsteller Verlag erhalten und auch diese beiden Rezensionen sind bereits online. Und zwar ist es einmal von Betty Buttersky mit Schirmscham und Keksen. Das hat 282 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. In diesem Buch hier geht es um Felicity, die zusammen mit ihrer Mutter in ihrer Babyboutique arbeitet. Das ist aber nicht ihr Traum vom Leben. Sie erwartet sich irgendwie ein bisschen mehr, wobei so richtig nicht klar wird, was dieses Mehr jetzt tatsächlich ist. Aber auf jeden Fall ist auch einer ihrer Herzenswünsche halt eben, ihren Vater kennenzulernen, weil von dem erzählt ihre Mutter ihr gar nicht. Sobald sie halt eben darauf anspricht, macht die total dicht und geht auf keine der Fragen eben ein. Und nachdem halt einige Dinge passiert sind, die ihr Leben so ein bisschen durcheinander geschüttelt haben, folgt sie halt dem Rat ihrer Großmutter und begibt sich eben auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater. Diese Suche führt sie nach Schottland und was sie dort erlebt und ob sie ihren Vater findet, das muss man selber lesen. Mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Es war sehr, sehr unterhaltsam und auch dazu gibt es eine Rezension auf meinem Kanal. Auch das nächste Buch war ultra unterhaltsam und zwar ist es nämlich Hummeltaille, Aufgeben ist nichts für Mädchen von Bianca Schmiedl. Das hat 283 Seiten und hat auch 4 Sterne von mir bekommen. Und hier geht es halt eigentlich hauptsächlich auch um das Thema Abnehmen. Es ist nämlich hier der zweite Teil. Der erste Band hieß Bodenschlampe. Abnehmen ist nichts für Mädchen. Und da ging es eben um die Autorin, die ihren Weg beschrieben hat, wie sie über 30 Kilo abgenommen hat. Und in diesem Buch geht es in die Erhaltung des Gewichts. Und das ist aber nicht unbedingt leichter als das Abnehmen selber. Gerade halt eben, weil hier bestimmte Charaktere aus dem ersten Band wieder auftauchen, wie zum Beispiel Fettzelle Horst, Zellulite oder Östrogena Dominantia. Und die möchten alle ganz gerne, dass sie eben nicht mehr auf ihre Ernährung achtet, eben keinen Sport mehr macht, möglichst wenig sich bewegt und am besten so viel fetthaltiges Zeug in sich reinstopft wie möglich. Und eben gerade das ist eben auch das Witzige an dem Buch, was so gut unterhält. Und nebenbei bekommt man auch noch einen super Motivationskick, wenn man denn selber abnehmen möchte oder selber mehr Sport treiben möchte oder eben selber mehr auf eine gesunde Ernährung achten möchte. Aber auch hier gibt es eine Rezension dazu. Und auch das nächste Buch ist ein Rezensionsexemplar. Auch die Rezension ist schon online. Und das ist von Isabel Schumacher Im Herzen berührt. Das Buch hat 205 Seiten und darin dreht sich alles um unser wichtigstes Organ, nämlich das Herz. Ohne das Herz könnten wir nicht überleben. Auch spirituell hat das Herz eine große Bedeutung, denn es ist eben wichtig, auf unser Herz und das, was es uns versucht zu vermitteln, zu hören. Denn wenn das nicht so ist, dann wird man eben krank und fühlt sich schlecht. Und das alles hat halt eben dann einen negativen Einfluss auf unser Leben. Das thematisiert die Autorin eben in diesem Buch und gibt auch zahlreiche Tipps, wie man eben auf seine innere Stimme hören kann. Aber wie gesagt, die Rezension ist online. Die nächsten drei Bücher sind nominierte Bücher für den Deutschen Self-Publishing-Preis 2019. Ich darf ja Bloggerbotschafterin in der Kategorie Sachbuch und Ratgeber sein und habe jetzt bereits 3 der 12 nominierten Bücher gelesen. Beginnen wir mit dem ersten Buch, das ich gelesen habe. Und zwar ist das nämlich von Eva Baumann. Autismus, eine Bedienungsanleitung. Das hat 62 Seiten und hat 5 Sterne von mir bekommen. Ich fand es mega informativ, mega unterhaltsam. Es hat irgendwie die Augen auch geöffnet auf Autismus und seine Besonderheiten und hat mir dementsprechend echt gut gefallen. Es richtet sich nicht nur vielleicht an Autisten selber, sondern auch an Menschen, die eben vielleicht einen Autisten im Freundes-, Bekanntenkreis oder auch in der Familie haben und noch nicht so recht wissen, wie man mit denen umgehen soll oder worauf man achten muss. Und das gibt eben sinnvolle Tipps und Ratschläge. Ja, mehr dazu in meiner Rezension. Und das zweite Buch ist Gedankengewitter. Inmitten meines Depressionstornados von Andy Feind.
Das hat 284 Seiten, hat auch 5 Sterne von mir bekommen. Und wie der Titel eben schon sagt, geht es eben um Depressionen. Undefined ist selber betroffen. Er hat chronische Depressionen und was das Ganze mit ihm gemacht hat, das erfahren wir hier in dem Buch. Es ist aber kein Buch, was einen total runterzieht, weil es eben um Depressionen geht, sondern ganz im Gegenteil. Es ist irgendwie sehr, sehr humorvoll geschrieben, oft auch ironisch und sarkastisch, und das trifft meinen Humor zumindest total. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch bedrückend und erschreckend und traurig und auch sehr, sehr emotional, weil eben mit Depressionen auch Verlustängste, Selbstzweifel, Suizidgedanken und so einhergehen. Und das ist natürlich etwas, was nicht schön ist. Dennoch sensibilisiert das Buch aber für das Thema Depressionen, denn Depressionen kann man eben nicht sehen. Das ist etwas, was die Betroffenen fühlen und was viele halt eben auch nicht nachvollziehen können. Und in dem Buch erfährt man halt eben, wie derjenige sich fühlt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und das dritte Buch ist dann von Lars Höllerer, Roll On, das was dann wohl mit Frauen hält. Das hat 187 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Und in dem Buch geht es eben auch um Lars Höllerer selbst. Mit 21 Jahren hat er einen Motorradunfall gehabt und hat die Schockdiagnose Querschnittslähmung erhalten. Also vom Hals abwärts ist er gelähmt. Er kann seine Beine und seine Arme nicht bewegen, ist dementsprechend jetzt auf Hilfe angewiesen. Und was das Ganze mit ihm gemacht hat und wie er es geschafft hat, eben wieder zurück ins Leben zu finden, das erfährt man hier in diesem Buch. Er beleuchtet jetzt nicht nur die Schattenseiten einer Querschnittslähmung, sondern auch die positiven Sachen und erzählt eben auf witzige und humorvolle Art und Weise auch über seine Erlebnisse mit verschiedenen Zivildienstleistenden. Auf der einen Seite informativ, auf der anderen Seite lustig, manchmal erschreckend und traurig und auch emotional, aber auf jeden Fall sehr lesenswert. Aber auch dazu gibt es eine Rezension. Bei den nächsten beiden Büchern handelt es sich um den ersten und zweiten Teil, und zwar nämlich von Frederik Backmann einmal Stadt der großen Träume. Das sieht so aus. Das hat 506 Seiten, hat 4 Sterne von mir bekommen, und dann gleich hinterher gelesen habe ich Wir gegen euch. Das hat 536 Seiten, das hat sogar 5 Sterne von mir bekommen, und beide Bücher habe ich bei einer Lovely Books Leserunde gewonnen und habe mich total darüber gefreut, weil ich den Autoren einfach so toll finde. Ich habe jetzt alle Bücher von ihm gelesen, außer das eine, was er sozusagen an seinen Sohn geschrieben hat. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt. Aber diese Romane, die er schreibt, die sind einfach immer grandios. Also ich liebe das einfach, was er für tolle Charaktere erschafft, was er für tolle Geschichten hat. Und es ist einfach immer was Besonderes und total verrückt manchmal und skurril und hat einen ganz, ganz, ganz besonderen Schreibstil. Und so ist es halt auch hier. Worum geht es überhaupt? Es geht um Björnstadt, und Björnstadt ist eine kleine Stadt im Wald. Es hat einen See und es ist sehr kalt. Es gibt, glaube ich, nur 3 Monate, wo Sommer ist, und ansonsten ist es halt immer, wie schon gesagt, kalt. Das Besondere an Björnstadt ist halt eben seine Eishockeymannschaft, denn die Björnstädter lieben Eishockey. Das ist so ungefähr das Wichtigste eigentlich für die. Und dementsprechend lastet auch ein großer Druck auf den Spielern der Mannschaft, die nämlich jetzt vor 2 wichtigen Spielen stehen, einmal Halbfinale und dann möglicherweise noch das Finale. Wenn sie das Finale gewinnen würden, würde das für Björnstadt den Aufschwung bedeuten. Es ist nämlich so, dass dort immer weniger Arbeitsplätze zu finden sind, und ja, wenn die eben gewinnen würden, würden halt mehr Arbeitsplätze kommen. Dadurch, dass die irgendwie so ein Leistungszentrum für Eishockey dahin bauen würden. Dementsprechend würden die vielleicht auch die Eishockeyhalle ausbauen. Und es würde Hotels geben oder einen neuen Supermarkt oder eine neue Autobahnanbindung oder generell überhaupt mal eine Autobahnanbindung. Also all solche Dinge, das wäre mega wichtig für die eigentlich, dass die gewinnen. Und ja, dann passiert etwas, was die Björnstädter spaltet. Also es gibt dann plötzlich 2 Fraktionen, die total gegeneinander sind, die sich bekämpfen, kann man eigentlich schon fast sagen. Und jetzt ist halt die Frage, auf welcher Seite steht man?
Und wie steht man zu diesem Ereignis, was passiert ist und zu wem hält man? Und das Buch thematisiert auf der einen Seite Eishockey, was mich überhaupt nicht interessiert und wo ich auch überhaupt keine Ahnung von habe, aber der Autor beschreibt das so toll und so plastisch und reißt einen mit, dass man wirklich auch bei diesen Spielen mitfiebert. Das ist der Wahnsinn. Und es ist halt so, dass die Björnstädter halt echt eine krasse Fanmentalität haben. Also man kann eigentlich sagen, sie sind Hooligans. Und das ist halt auch ein krasses Thema, ne? Also es spielt auch sehr viel Gewalt eine Rolle. Also die Björnstädter können eigentlich ihre Probleme hauptsächlich dadurch lösen, dass sie Gewalt anwenden oder dass sie das totschweigen oder dass sie es verleugnen. Und das ist halt etwas, was die meisten Björnstädter, wenn man ehrlich ist, auch sehr unsympathisch macht. Nichtsdestotrotz gibt es hier aber tolle Charaktere. Das Ganze ist aus der dritten Person geschrieben, also man erfährt von jedem etwas. Es gibt so, so viele Charaktere in dem Buch. Und jeder ist einfach wichtig fürs Geschehen und für das Verstehen, was da eigentlich passiert, was echt teilweise krass ist. Und das ist so unterhaltsam, eben gerade diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die Frage, wer ist gut, wer ist böse, was ist richtig, was ist falsch, wer steht auf welcher Seite, was haben die für eine Meinung, wie vertreten die die? Vom Klappentext her klingt das Buch noch nicht mal nach was krass Besonderem, wenn man jetzt nicht unbedingt auf Eishockey steht. Aber es ist einfach so viel mehr. Also es geht nicht hauptsächlich um Eishockey, auch wenn Eishockey der große Aufhänger ist. Die Stadt ist irgendwie so stolz und so konservativ und so verdreht teilweise, dass es einfach einem schon wehtut. Das ist irgendwie so ein totales Gefühlschaos gewesen. Es schwankte immer die ganze Zeit so zwischen Wut, Trauer, Unverständnis, Entsetzen und Angst. Dann gab es aber auch wieder total tolle und emotionale und schöne Szenen, die einmal das Herz erwärmt haben. Und es gab auch witzige Szenen, weil Backman halt auch so einen speziellen Humor irgendwie hat. Und dann macht er halt auch immer so eine kleine Andeutung auf die Zukunft, was da passieren wird, wo einem nachher die Haare zu Berge stehen und man ständig Angst hat um die Charaktere, die einem so ans Herz gewachsen sind. Und das ist einfach ganz, ganz großartig. Also wer auf die Geschichten und die Art und Weise von seinem Schreibstil steht, der sollte auf jeden Fall da mal einen Blick drauf werfen. Also lasst euch nicht vom Eishockey abschrecken. Ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall und ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und fand das ganz, ganz großartig. Dann habe ich noch ein letztes Buch gelesen und auch das ist ein Rezensionsexemplar. Das ist von Sophie Kinsella, Dich schickt der Himmel. Und das hat 525 Seiten und hat 3,5 Sterne von mir bekommen. Ich habe das in der Blogger-Aktion gewonnen. Da gab es auch noch eine Flasche Wein dazu. In diesem Buch hier geht es um Fixie, die in dem Haushaltswarenladen ihrer Eltern arbeitet. Der Vater ist vor einigen Jahren verstorben. Seitdem leitet die Mutter halt den Laden. Die braucht jetzt aber Urlaub und überträgt sozusagen Fixie die Verantwortung über den Laden und halt eigentlich auch über die Familie, um sie zusammenzuhalten. Denn das Familienmotto lautet, Familie geht vor. Und das ist eben etwas, was sie auch krankhaft verinnerlicht hat. Sie scheut eigentlich jede Konfrontation mit ihren Geschwistern, zu denen sie eigentlich noch nie einen guten Draht gehabt hat. Und auf der anderen Seite hat sie auch noch so einen Spleen, eben immer alles in Ordnung bringen zu wollen. Und auch das passiert meistens eben ungefragt. Und hilft auch nicht immer. Und im Zuge dessen kommt es eben dazu, dass sie in einem Café den Laptop von dem jungen Unternehmer Sebastian vor einem Wasserschaden rettet und dementsprechend meint er halt, er wäre ihr etwas schuldig. Diesen Gefallen löst sie auch direkt ein, indem sie halt ihrem Jugendschwarm einen Job besorgt. Der hat nämlich gerade seinen Job verloren und ist am Boden zerstört. Und ja, in der Firma zeigt er dann sein wahres Gesicht und plötzlich ist es eben Fixie, die Sebastian einen Gefallen schuldet. Aber mehr dazu möchte ich euch dann auch in der Rezension verraten. Dann hatte ich am Anfang des Videos auch noch von 3 Hörspielen geredet. Und zwar habe ich nämlich die ersten 3 Teile der Hörspielserie Dorian Hunter Dämonenkiller gehört. Und zwar war das einmal im Zeichen des Bösen. Das Ganze hat eine Spielzeit von 1 Stunde 13 Minuten gehabt. Dann das Henkerschwert war 1 Stunde 7 Minuten und der Puppenmacher 1 Stunde und 24
14 Minuten. Wie ihr schon merkt, sind immer relativ kurze Episoden. Es gibt dann über 42 Stück insgesamt. Auch zu diesen ersten drei Hörspielen gibt es eine Rezension auf meinem Kanal, falls euch das näher interessiert. Das ordnet sich auf jeden Fall so ein im Genre Horror und Mystery. Und mir hat es auf jeden Fall gut gefallen, auch weil es natürlich ziemlich brutal war und blutig und auch ein bisschen gruselig. Aber beeindruckend war halt auch vor allen Dingen so die Soundkulisse drumherum, sagen wir mal. Worum geht es denn überhaupt dabei? Es geht um Dorian Hunter, der zusammen mit seiner Frau auf dem Weg in den Urlaub ist. Und Lillian wird schon im Bus Angst und Bange, nicht nur weil eben ihre Begleiter total sonderbar sind, alle auf ihre verschiedene Art und Weise, sondern auch, weil herauskommt, dass erstens mal alle Männer an dem gleichen Tag wie Dorian geboren sind und zweitens sind die alle, obwohl sie alle von verschiedenen Orten auf der Welt kommen, durch ein mysteriöses Prospekt auf dieses Dorf Asmodi aufmerksam geworden und wurden dadurch eben inspiriert, diesen Urlaub dahin zu veranstalten. Ja. Sie bittet ihn letztendlich darum, umzukehren. Er möchte davon nichts wissen. Und es stellt sich raus, dass es wahrscheinlich besser gewesen wäre, eben auf die Frau zu hören, weil nämlich in der Nacht schreckliche Dinge passieren, die ihrer beider Leben für immer verändern werden. Und diese Ereignisse sind eben ausschlaggebend für alles, was danach passiert. Das ist der Grund, warum Dorian Hunter letztendlich zum Dämonenkiller wird. Das war mein Lesemonat August. Was habt ihr gelesen? Gab es irgendwelche Tops oder irgendwelche Flops? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und es würde mich natürlich auch interessieren, falls ihr irgendeins der Bücher schon gelesen oder gehört habt, wie sie euch gefallen haben. Auch da würde ich mich natürlich über einen Kommentar freuen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!